Eine fette Bassdrum ist das Herz von jedem Beat und von jedem Song und man kann mit Kompression und Equalizer auf dem Kanalzug von einer Bassdrum oder Kick, wie man auch sagen könnte, kann man auf jeden Fall eine ganze Menge schon herausholen. Die Königsdisziplin ist aber Parallelbearbeitung und ich zeige dir heute mal die drei besten Parallelbearbeitungen für eine fette Kick und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier wie immer goldrichtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering. Ghosthack.de. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog Adventskalender. Und falls du hier neu sein solltest, ich bin Jonas vom Recording Blog und ich verrate dir hier in über 400 Videos jede Menge Tipps und Tricks, wie du dafür sorgen kannst, dass deine Musik demnächst noch radiotauglicher klingt. Und falls du kein Video wie dieses hier mehr in Zukunft verpassen möchtest, dann ist das der ideale Zeitpunkt, jetzt mal eben auf den Abo-Knopf drauf zu drücken. Und daneben dann nicht die Benachrichtigungsglocke zu vergessen, da musst du bei der Benachrichtigungsglocke auf alle klicken, denn nur dann kriegst du einen Hinweis, wann hier das nächste Video erscheint. Und im Rahmen des Adventskalenders erscheint ja jeden Tag hier ein Video bis Weihnachten, sodass du da auch jeden Tag eine kleine Dosis Recording Block bekommen kannst. Die Bearbeitung einer Bassdrum kann man ja auf vielfältigste Arten und Weisen machen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, mit Kompressor und Equalizer auf dem Kanalzug ist da durchaus einiges möglich, um dafür zu sorgen, dass man so eine richtig fette Bassdrum hat. Aber wenn man das Signal parallel zu dem Original bearbeitet, also parallel auf separaten Spuren nochmal zum Original, dann kann man da nochmal Sachen machen, die man so auf dem Kanalzug eigentlich nicht machen könnte. Man kann da verrückt werden und einfach Sachen mal ausprobieren, die man dann stückweise dem Original hinzumischt und dafür sorgt, dass die Bassdrum noch fetter klingt. Und ich habe mal drei Stück rausgesucht, die ich dir heute zeigen möchte. Wir sorgen für mehr Punch, also für mehr Druck untenrum. Wir sorgen für mehr Snap, wie der Engländer sagt, also für mehr Griff. Und wir sorgen für mehr Durchsetzungskraft, vor allem wenn dein Song auch mal bei TikTok laufen sollte oder auf modernen anderen Abspielplattformen. Oder wenn sich die Bassdrum einfach in einem dichten Mix noch ein bisschen besser durchsetzen soll. Das Ganze im Mix, ich habe hier mal ein Schlagzeug vorbereitet, das unbearbeitet wie folgt klingt. Bassdrum mal Solo. Also eine ganz normale Bassdrum, die wir hier zur Verfügung haben, also eine Aufnahme vor allem von einer Original-Bassdrum und im Prinzip ist das jetzt der Punkt, wo ich mit einem Equalizer und mit einem Kompressor ansetzen würde, um das ganze Ding mal fett zu machen, aber wir haben ja gesagt, dass wir hier heute mal mit Parallelbearbeitung arbeiten wollen und die drei Dinge, die ich dir gleich verrate, die sind wirklich ganz große Klasse, denn wir wollen mal anfangen, als erstes mal unten rum ein bisschen mehr Druck zu machen, das heißt, wir schicken das ganze Signal mal, ich habe mal drei Busse vorbereitet, wir schicken das ganze mal auf den Bus 1, den ich vorbereitet habe und der heißt passenderweise Kick Low. Also im Prinzip ist er so benannt wie das, was hier dann stattfinden soll. Und wenn wir mal drauf hören, dann siehst du, dass ich hier nur einen Equalizer reingeladen habe. Und dieser Equalizer macht nichts anderes, als alles oberhalb von 70 Hertz rigoros wegzuschneiden. Das heißt, von dem Signal, was ich auf diesen Kanalzug schicke, bleibt nur noch der Tiefbassbereich übrig von unserer Bassdrum. Und genau den wollen wir hinzuschieben. Das heißt, wir betonen jetzt mal den tiefen Druckpunkt von unserer Bassdrum, indem wir hier separat auf einem anderen Kanal, auf einem anderen Bus, so ist es richtig, dass wir hier nochmal nur den Bass hinzuschieben. Und ich zeig dir mal kurz, wie das Ganze ohne Equalizer klingt, nämlich genau so. Jetzt aktiviere ich mal den Equalizer. Ich hoffe, du hast jetzt einen Kopfhörer aufgehabt oder eine Boxenanlage, die zumindest auch im tieferen Frequenzbereich aufspielt, denn hier bleibt tatsächlich nur noch das untenrum tatsächlich übrig. Aber genau das wollen wir ja hervorheben und wollen das unserer Original-Bassdrum nochmal hinzuschieben. Also machen wir das einfach mal. Ich mache mal die Original-Bassdrum an und wir schieben mit dem Fader von unserem Bus jetzt einfach mal nur diesen Druckpunkt untenrum nochmal hinzu. Mal gucken, wie das klingt. So ist zu viel. Ja, das war auch ungefähr der Ausgangspunkt, wo wir gerade gestartet sind, wie ich das auch vorbereitet hatte. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Wenn du diese tiefen Frequenzen hinzuschiebst, weil die eben nicht so deutlich hörbar sind, muss man wirklich aufpassen und im Zweifel auch mit einem Analyzer-Tool wie dem Span zum Beispiel nochmal überprüfen, dass man nicht zu viel unten reindreht. Denn was man nicht hört, da kann man es durchaus mal übertreiben. Aber dieser fette Bass ist natürlich genau das, was in der Disco, im Club oder auch in einem Auto mit einer fetten Anlage oder über große Boxen auf jeden Fall richtig gut drücken kann. Deswegen da vorsichtig sein, aber da hast du das Tool auf jeden Fall schon mal mit der ersten Parallelbearbeitung richtig Wumms untenrum reinzuschieben. Viel Spaß damit auf jeden Fall schon mal. Als nächstes wollen wir mal den Snap, habe ich das ja auf Englisch genannt, hinzufügen. Das heißt, die Bassdrum soll insgesamt noch mal ein bisschen griffiger werden und vor allem vorne im Anschlag noch mal ein bisschen deutlicher klingen.
Und das erreiche ich, indem ich das Signal wieder mal parallel auf einen weiteren Bus schicke. Das mache ich mal, der Bus 2. Und der heißt Kick Squash. Squash ist Englisch und heißt zusammenquetschen. Und genau das soll hier auch passieren. Zu dem Zweck habe ich in diesen zweiten Bus hier mal einen Kompressor reingeladen. Und zwar den 1176 von Waves hier in der Blackie-Variante reingeladen und habe den so eingestellt, dass der so 5-6 Dezibel komprimiert und dabei Folgendes beachtet. Zum einen soll der Transient, also der Anschlag vorne, gut durchkommen. Zu dem Zweck habe ich dann also hier bei meinem Kompressor eine relativ langsame Attack-Zeit eingestellt, was dafür sorgt, dass der Anschlag von der Bassdrum gegen das Fell, dass der noch durchkommt und erst kurz nach diesem Anschlag quasi oder nicht direkt am Anfang, sondern etwas später komprimiert wird. Das heißt, dieser Attack kommt gut durch und danach komprimiert der Kompressor und sorgt dann mit einer schnellen Release-Zeit aber dafür, beim 1176 ist der Rechtsanschlag vom Regler die schnellste Variante, dafür, dass der Körper von der Bassdrum schnell wieder hochgeholt wird. Das heißt, nach der Kompression wird der Kompressor schnell wieder zurückgeregelt und sorgt dafür, dass aus unserer Bassdrum im Originalzustand, hören wir mal kurz den Originalzustand, so ist die Bassdrum im Originalzustand, dann Folgendes wird, wenn ich den Kompressor aktiviere. Nochmal aus. Du hörst, der Anschlag vorne kommt deutlich besser raus. Das Ganze wird nicht unbedingt fetter, aber vor allem der Anschlag wird so ein bisschen schmatziger, möchte ich schon fast sagen. Und auch dieses Signal kann man natürlich wunderbar hinzuregeln. Nehmen wir also nochmal, wir sind ja in der Parallelbearbeitung, nehmen wir also nochmal die Original-Bass-Jump, nehmen wir unsere Kick-Low, die wir dazu geregelt haben schon gerade. Und jetzt regeln wir mal diesen Snap, diesen Griff dazu nochmal, den wir hier reingeregelt haben mit dem Kompressor. Also. Wird auch ein bisschen lauter. So ist zu viel. So ist zu wenig. Aus. Wunderbar. Du merkst, dass die Bassdrum vorne noch mal ein bisschen mehr Attack rankriegt, noch mal ein bisschen griffiger wird. Und als drittes, mit der dritten Variante, wollen wir jetzt dafür sorgen, dass die Bassdrum in einem dichten Mix oder auch wenn du es über moderne Streaming-Portale wie TikTok zum Beispiel ausspielt, dass die Bassdrum da noch durchsetzungskräftiger wird, also noch ein bisschen mehr im Mittenbereich bekommt, noch mehr Obertöne bekommt und sich insgesamt in einem Mix besser durchsetzen kann. Und das erreichen wir, indem wir Saturation hinzufügen. Also aktiviere ich mal einen dritten Bus, den ich hier angelegt habe. Und den habe ich passenderweise Kick Satu genannt, also Saturation, mehr passte leider in die Zeile nicht rein, aber es wird schon klar, was ich damit beabsichtigt habe. Wir machen den mal auf Solo, den Kanalzug, und hören uns mal an, wie dieses Saturation Tool, nämlich der Twin Tube von SPL, wie der dafür sorgt, dass die Bassdrum jetzt auch im Mittenbereich und im Obertonbereich noch ein bisschen mehr dazukommt. Ich habe den schon mal voreingestellt, aber wir hören mal kurz, wenn ich ihn aktiviere. Das klingt erst ohne so. Und jetzt mit. Deutlich lauter. Ich regle das mal runter hier, damit wir das auch vergleichen können. Ah, ungefähr so. Nochmal aus. Und du hörst, dass der Charakter der Bassdrum sich deutlich ändert und ein bisschen mehr in den Mittenbereich reinschiebt und dass es insgesamt auch da ein bisschen schmatziger wird, aber dass es vor allem auch irgendwie griffiger wird. Es gibt kein richtiges Wort dafür, Klang zu beschreiben ist ja eh schwierig, aber ich habe den Eindruck, dass es hier insgesamt nochmal griffiger wird. Und genau dieses Signal regeln wir jetzt auch nochmal hinzu. Ich stelle den mal kurz zurück und dann gucken wir nochmal, wie wir das Signal jetzt zu unserer Original-Bassdrum hinzuregeln können. Wir nehmen also die Original-Bassdrum, wir nehmen Kick Low und wir nehmen Kick Squash und regeln jetzt auch diesen Anteil zu unserer Bassdrum hinzu. Oh, jetzt wird es deutlich lauter sofort. Okay, vorsichtig sein. Aus. Also man merkt schon, dass die Bassdrum noch mal ein bisschen durchsetzungskräftiger wird. Ja, ich gebe zu, sie ist gerade auch ein kleines bisschen lauter geworden, aber insgesamt schon mal fetter. Jetzt wäre es natürlich zu hören, gut zu hören, wenn man den Unterschied hören könnte zwischen den beiden, zwischen der Original-Bassdrum und zwischen der, die wir jetzt hier eingestellt haben. Wir gucken mal, ich habe die nämlich einmal vorbereitet. Ich habe mir extra eine Kick-Referenz hier zurechtgelegt. Und wir gucken mal im Vergleich, wie die beiden jetzt gegeneinander direkt klingen. Also, zuerst einmal die Referenz-Bassdrum und dann die bearbeitete Bassdrum, die wir haben.
halte nochmal an der Stelle an, weil ich wollte dein Augenmerk darauf richten, hier auf unserem Stereobus, die Original-Bassdrum peakt bei -4,3. Das heißt, der lauteste Anschlag von unserer Original-Bassdrum peakt bei -4,3. Und achte mal drauf, wo unsere jetzige Bassdrum peakt. Obwohl sie akustisch lauter wirkt durch die Parallelbearbeitung, die wir gemacht haben, scheinen die Transienten hier so bearbeitet worden zu sein, dass sie im Peak 0,2 dB leiser ist eigentlich. Also zumindest 0,2 dB leiser peakt. Insgesamt in der Wahrnehmung ist die Bassdrum aber lauter geworden durch unsere Parallelbearbeitung. Ich zeig's dir nochmal, damit du es auch wirklich glaubst. Also die Referenz-Bassdrum hier. Peakt bei -4,3 und stellen wir das nochmal zurück auf die, bearbeitete Bassdrum, damit du es auch genau sehen kannst hier. Sind wir einmal rum. -4,5. Das heißt, der Peak selber ist nicht lauter als das, was wir original gehabt haben, aber die wahrgenommene Lautstärke ist auf jeden Fall lauter. Und jetzt hören wir nochmal den direkten Vergleich, weil wir uns jetzt nur auf die Zahlen konzentriert haben, wie es klanglich sich verändert hat. Also erst die Referenz. Ich finde es schon deutlich besser geworden. Und im gesamten Mix hören wir mal das komplette Schlagzeug jetzt an. Die andere Bassdrum. Auch okay. Und jetzt die bearbeitete. Also wie ich finde, ein Riesenfortschritt. Die Bassdrum ist deutlich durchsetzungsfähiger, fetter unten rum geworden und hat auch nicht so laute Peaks im Anschlag. Und alles zusammengenommen verbessert sich die Bassdrum, ohne dass ich auf dem Originalbus, auf dem Originalkanal, so ist es richtig, auf dem Originalkanal nur einen Equalizer oder nur einen Kompressor angepackt habe. Alles nur über Parallelbearbeitung und das kannst du ja mal zu Hause bei dir ausprobieren und mir dann deine Erfahrung unten in die Kommentare reinschreiben. Ich freue mich von dir da zu lesen und wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video im Recording Log Adventskalender. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!